Streaming, smarte Geräte oder das Zahlen mit Kryptowährung führen zu erhöhtem Energieverbrauch und CO2-Ausstößen. Allein Streaming sorgte für 300 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2018, Tendenz steigend. Wie Digitalisierung auch positiv für den Klimaschutz genutzt werden kann, diskutierte das Telefonica Basecamp in Berlin mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Telefonica-Chef Markus Haas sieht in der Digitalisierung eine klare Chance im Kampf gegen den Klimawandel. Bereits heute nutzen viele digitale Innovationen den Standard 4G. Ein flächendeckendes Mobilfunknetz hilft uns natürlich, die E-Mobilität, die Sharing-Industrie, aber auch viele andere Innovationen zu nutzen, um energieeffizienter zu werden. Mit 5G und dem Einsetzen von Smart Grid und Smart Cities und der absoluten Vernetzung von allen Sensoren werden wir in der Lage sein, unsere Ressourcen noch viel, viel schonender zu nutzen, im Bereich der Energieeffizienz noch mal mindestens 30-40% rauszuholen, aber auch vielleicht 50% des Verkehrs, das ist eine Zahl, die immer wieder genannt wird, zu vermeiden. Um die möglichen negativen Konsequenzen der Digitalisierung abzufedern, fordert Fridays for Future-Aktivistin Pauline Brünger, Druck auf die Politik aufzubauen. Digitaler Konsum, wie auch jeder andere Konsum, muss natürlich nachhaltig und bewusst sein. Ich glaube trotzdem, dass wir auch bei der Digitalisierung das Phänomen haben, dass man nicht als Individuum oder als einzelner Konsument alle Entscheidungen treffen kann. Deswegen würde ich auch da sagen, es ist wichtig, sich politisch zu engagieren, zu schauen, wo sind die großen Hebel, an denen sich etwas verändern kann und dort Druck zu machen. Und ich glaube, das ist auch die Verantwortung von jedem Einzelnen. Auch Nachhaltigkeitsforscher Professor Tilman Santarius mahnt, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung nur Hand in Hand gehen, wenn politisch die richtigen Schritte unternommen werden. Digitalisierung hat viele Potenziale, den Verbräucher zu verringern, aber das ist kein Selbstläufer, das kommt nicht von alleine. Und auch die letzten 20 Jahre Digitalisierung, die wir längst erlebt haben, zeigen uns, dass es eigentlich mehr oder weniger ein Nullsummenspiel ist. Deswegen brauchen wir aktive Gestaltung. Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, muss regulieren auch einfach, Standards vorgeben für Rechenzentren, für Geräte, für Energieverbräuche, muss auch incentivieren, also vernetzen und fördern, was, wo Digitalisierung zur Nachhaltigkeit beiträgt und auch schließlich über sowas wie ökologische Steuerreformen und so weiter muss dringend nachgedacht werden, damit die Datenverbräuche nicht durch die Decke gehen. Digitale Technologien verbreiten sich rasant. Weltweit haben immer mehr Menschen Zugang zu technischen Geräten, die den CO2-Ausstoß erhöhen werden. Damit der digitale Fortschritt die Klimakrise nicht verschärft, müssen Unternehmen und Politik sich für nachhaltige und effiziente Lösungen einsetzen. Da waren sich bei Telefonica alle einig. Auf diese Weise werden Streaming, Googeln und Online-Shopping nicht zu Klimakillern.